Das letzte Viertelfinale am heutigen Tag. Michael Jusny gegen Philipp Kohlschreiber. 8-mal sind sie aufeinander getroffen. 7-mal hat Kohlschreiber gewonnen. Der Schiedsrichter Mohamed Layani aus Schweden. Wir steigen ein. Jusny hatte seinen Aufschlag durchgebracht. Kohlschreiber mit seinem ersten Service. 1:1. Ein Auftakt nach Maß. Jeder bringt seinen Aufschlag durch. Das sollte ja eigentlich auch Sicherheit bringen. Die beiden sind ja auch noch im Doppelwettbewerb und spielen morgen das Halbfinale im Doppel. Aufschlag Jusny. Gutes Surf and Volley hier von dem Russen, der ja immer salutierend seine Siege feiert. Kann er heute auch wieder salutieren? Aufschlag Kohlschreiber, der Favorit, sieht einen Break entgegen. Vorteil für den Russen. Der greift munter an und setzt Kohlschreiber unter Druck und setzt den Punkt. Erstes Break für Michael Jusny in diesem Spiel. 2:4. Das hat sich Philipp Kohlschreiber sicherlich anders vorgenommen. Er kennt ja Michael Jusny gut, kennt seine Stärken und seine Schwächen, auch auf Rasen. Und hier sieht man nochmal der Versuch des Passierballs, aber Michael Jusny ahnt die Ecke. 6:3 der erste Satz, der war verloren, jetzt gilt es drum. Und Jusny schon gleich im ersten Spiel des zweiten Satzes Breakball gegen den Deutschen. Der Bayreuther, der ja schon die Gary Weber Open gewonnen hat. Damals kam er aus einem Tief und baute sich hier auf. Hier kam er doch eigentlich gut an. Jetzt baut er aber etwas ab. Gleich das erste Break im zweiten Satz. Michael Jusny geht 1:0 in Führung und kann dann mit eigenem Aufschlag schon wieder Distanz dazwischen legen. Aber Michael Jusny liegt zurück bei eigenem Aufschlag. 0:30. Da witterten die Fans natürlich Hoffnung, dass Philipp Kohlschreiber jetzt wieder zurück ins Match kommt. Aber der Russe war stark genug, sein Aufschlagspiel durchzubringen und führt wenig später dann 4:2. Und 15:30 aus Sicht des Deutschen. Und hier sieht man, wie dominant der Russe hier ins Spiel kommt. Der lässt sich gar nichts mehr nehmen und setzt Kohlschreiber unter Druck. 15:40 und damit schon wieder 2 Breakbälle für den Mann, der in Moskau geboren ist und da auch immer noch lebt. Aufschlag Kohlschreiber. 2 Breakbälle. Da steht er natürlich unter Druck. Und dann dieser Passierball auf die Linie gesetzt. Der trifft heute einfach alles, Michael Jusny. Wenn er da nicht einbricht, gibt es für Kohlschreiber heute nicht zu holen. Und dann hieße das, Michael Jusny steht im Halbfinale. Dort wartet der starke Franzose Richard Gasquet auf den Sieger dieser Partie. Da sieht man nochmal, jetzt trifft er und setzt den Ball genau auf die Linie. Zweites Break für den Russen. Philipp Kohlschreiber nach dieser Aktion nicht sehr erfreut, wie man sich vorstellen kann. Pfeffert einen Ball ins Publikum und dann wenig später Matchball für Michael Jusny. Wer hätte das vorher gedacht? Und dieser Ball geht ins Aus und damit erfüllt sich ein Traum. Für Michael Jusny. Er zieht ein ins Halbfinale und er fährt leider nach Hause. Herzlichen Glückwunsch an Michael Jusny und viel Erfolg im Halbfinale.